Liebe Schwestern und Brüder, es ist sehr recht, wenn heute am Tag des Heiligen Rockes, dieser großen, bedeutenden Christusreliquie, die wir in unserem Bistum, in der Kathedralkirche, im Dom aufbewahren, wenn wir an diesem Tag in allen Texten immer das erinnern und das als Auftrag verstehen, was unsere Lieder, was die Gebete aussagen und was der Schrifttext sagt. Dieses Gewand des Leibes Christi war ohne Naht. Es war unzerteilt und blieb unzerteilt. So ist es immer schon ein Bild für die Kirche gewesen, die inzwischen schmerzlich geteilt ist. Und zwar nicht nur nach Konfessionen, sondern was wir immer auch schmerzlich wahrnehmen müssen, auch innerhalb der Konfessionen, etwa in unserer, zerrissen und zerteilt ist, in Gruppierungen, geradezu Parteiführer, in Wahlkämpfe verstrickt. Das ist etwas sehr Schmerzliches. Aber es ist nur eine Spur, die uns die Schrifttexte legen. Wenn wir zu Beginn, was jetzt im Gotteslob wieder steht, das alte Lied aus den 50er Jahren von dieser großen Heilig-Rock-Wallfahrt gesungen haben, dann legt dieses Lied noch einmal eine andere Spur, die auch in den Schrifttexten, wenn vom Gewand Christi die Rede ist, eine Spur, die wir darin entdecken können und die vor allen Dingen die Ostkirchen immer verfolgt haben. Wenn die georgische Kirche betet bei der Verehrung seines heiligen Rockes, dass das Gewand seiner Menschlichkeit unsere Nacktheit auf geheimnisvolle Weise in Barmherzigkeit hüllt. Und was in diesem Lied auch angemahnt ist, dass es das strahlende Kleid vom Tabor ist. Wir erinnern uns an die Bemerkung des Evangelisten, seine Gewänder wurden weiß, sein Gewand war leuchtend weiß wie der Schnee, so weiß, wie sie kein Walker auf Erden machen kann. Dieses Gewand, das wir da verehren, ist vom Licht der Auferstehung gedrängt. Und wenn wir das so verstehen dürfen, dass er unsere Nacktheit, unsere Erbärmlichkeit einhüllt in sein Gewand, dann ist es auch das Gewand der Auferstehung, das Gewand des Lichtes, das uns umkleiden will, unsere Dunkelheit erleuchten will, unsere Erbärmlichkeit bedecken will, unsere Blöße schützen will. Ob wir uns so hineinfinden in diese bedeutende Reliquie, die uns hilft, Christus nahe zu kommen, seinen Willen zu erkennen für seine Kirche, die nicht einfach eine Magie ist, die Einheit der Kirche herzustellen, sondern man muss sich schon hineinfühlen und hineinbeten in das, was diese Tunika Christi, was der heilige Rock meint. Dazu braucht es eigentlich diese Reliquie nicht. Sie ist sehr hilfreich und es ist schön, dass wir sie haben, dass wir sie verehren dürfen. Aber dieses Licht der Auferstehung, von dem diese Reliquie kündet, erreicht uns in jeder Eucharistiefeier. Jede Eucharistie will uns mit dem Licht der Auferstehung schützen, unsere Erbärmlichkeit bedecken, uns mit dem Licht von Ostern überschütten, dass wir neue Menschen werden. Denn hier sind wir eingeladen in das strahlende Licht, in die Gegenwart Christi, in das strahlende Tabor, in das aufgehende Licht des Ostermorgens, das nie mehr untergeht.